Hätte gern einen Bonuspool von 1000. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sacrifice Das sind 2 nicht die gegen 2. gleichen. Das stimmt. Wir können bei dem einen hoffen, dass er betrunken ist. Also den Joni? Ja, den Joni. Was ist Johnny Walker überhaupt? Whisky, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Muss ich Jormund fragen, der kennt sich da immer aus. Keine Ahnung, wenn das Whisky ist, ich trinke keinen Whisky, Whisky schmeckt ekelhaft. Jormund ist ja so ein Snobboy. Ja, das sieht man halt im gehobenen Alter, wenn man plötzlich 67 geworden ist. Grüße gehen raus an Jormund, der die Folge nie im Leben sehen wird. So viel wie über ihn herziehen, hat er die garantiert schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, der guckt ihn nicht mehr, weil da war mal ein Vorfall in Kanada. Nee, danach hat er ja, also er hat zum Beispiel mitbekommen, dass unsere erste Folge Anno hieß, Guillaume und Monoli sticht in See oder so. Ja, weil Mono ihm das gesagt hat. Das glaube ich nicht. Er stellt meinen Kanal ja auch immer noch aus auf seinem Kanal, ja. Haha. War das Zerg und Rodos? Ja, immer am kleinen Adeptress. Ja, mach du mal, ist okay. Meine zweite Krone musst du eigentlich nicht richtig. Nimm mal mein zweites Gas, weil ich glaube, der hat gleiche mit mir jetzt vor. War wieder mal gemein zu meinem Gegner. Oh. Jetzt greift er sie mit Workern an, mit 4 Stück. Das heißt, ihm fehlt auf jeden Fall was Mining, weil der 3 Worker sind 3 Worker. 3 Worker sind 3 Worker. Das ist eine bestechende Logik. Da, Mina, Mina. Worker, Worker. Da muss ich aber auch sagen, das war die schlechteste Weltmeisterschaft aller Zeit. Alleine wegen diesen Tröten da hier gehabt. Ja, das stimmt, das war echt so nervig. Aber ich fand das cool, dass YouTube den Modus eingeführt hat. Das war dann schon wieder reagiert. Das war schon reagiert. Geil, ja. Da musst du erstmal. Das muss ich erstmal machen. In der Tat. So, ich möchte jetzt meinen Nexus bauen. Jetzt demnächst expandieren gerne. Das heißt, ich habe ja schon 2010 aktiv YouTube geschaut. Hört mir gerade auf. Aktiv hat er YouTube geschaut. Da war es eine YouTube-Schaukarriere. Da war deine wahrscheinlich gerade die Gronkh-Minecraft-Phase, muss das ja gewesen sein, oder? Oder war das noch danach? Gronkh-Minecraft hat mich nie wirklich geguckt. Das war schon gut. Vorher habe ich noch Minecraft bei anderen Leuten geguckt. Aber keiner war so krass wie Gronkh. Nö, die anderen haben alle einfach aufgehört und Gronkh hat halt 1000 Folgen gemacht. Das war das Hauptkriterium bei mir. Oh, cool. Nee, 2 Adeptis. Er hat Stalker. Ja, und? Was denn doch? Willst du nur mal sagen? Ja, das geht ja auch darum, möglichst viel Schaden zu machen. Deshalb bin ich jetzt weggegangen, als die Shield Battery fertig war. Hier ist keine Echse. Das irritiert mich gerade ein wenig. Warum steht eigentlich ein Overlord in meiner Base? Übrigens, du kannst jetzt 6 Sekunden, nachdem du da fertig bist mit dem Shade-Gedöns, kannst du mehr Schaden machen, habe ich gelesen. Ja, aber nur mit dem Upgrade. Das habe ich ja nicht. Warum wurde. Darf ich fragen, warum das geändert wurde? Wer hat sich denn da wieder beschwert? Die Zergs. Also ich kann mir denken, wer sich da wieder beschwert hat, aber. Jormund. Der aber sowieso. Jormund ist ja Beschweren-Main. Nee, das wäre Gordi. Oder Gonrill. Wir haben viele Leute. Du eigentlich auch. Gonrill ist Rechtschreiben-Main. Was war das denn? Ein Overlord war bei mir in der Base, oder was war deine Frage? Irgendwo hat er gerade gemacht. Das weiß ich nicht. Ich spiele gerade sehr experimentell. Ein solider Plan wäre, hier etwas zu bauen. Ich weiß nicht, ob sich das gleich irgendwann rächen wird. Aber noch liegen ja keine Blätter. Ich hab's gewusst, ich brauche Hilfe. Ja, gut.
Ich komme mit allem, was ich habe. Zieh dich ein bisschen zurück zu dem Heilen, damit ich ein bisschen... Ich komm gleich. Ich komm, du hast dich full gewallt. Nee, du stehst... Nimm den Stock aus der Wall. Das ist nicht full wall, ich komm nur nicht rein, sonst. Hau Worker nach. Naja, das war dann schon ein bisschen Schaden, ne? Ja. Aber wir haben eine Exe, denn? Ja, der hatte ja keine Exe, der eine. Zumindest relativ lange nicht, ob er es immer noch nicht hat. Außerdem kann ich gleich harassen, wenn meine nächsten Pylons durch sind. Ich würde gerade da einen Pylon hinbauen, da unten, dann kann man. Er war etwas lahmarschig von mir, ja, aber trotzdem. Das kostet nur 100? Das ist ja voll wenig. Also ich habe noch jetzt eine sind sie bei mir. Aber ich habe Force Field. Komm mal mit allem, was ich habe. Hallo. Kommen. Nee, nicht mein eigenes Gate angreifen. Er wird das Force Field immer wieder Ja, ist ja egal. Wieso? Also ich kann das auch gleich easy abwehren. Muss nur eben nicht warpen können. Durch den Schaden habe ich halt zwei Geld. Währenddessen seiner Eco-Line. Er zieht sich zurück. Ich ja, wegen den DTs. Ach, du hast wieder DTs gebaut. Du bist ja ein Teufel, bist du. Aber er hat jetzt leider gleich Detection. Hat dir da schon jemand gesagt, dass du ein Teufel bist? Jomund normalerweise. Du bist teuflisch gut, ne, übrigens. Aber ein Dark Shrine ist ein solider Plan. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, an allen Stellen gleichzeitig zu sein. Brauchst du Geld? Wahrscheinlich, ne? Geht. Also ich habe leider wirklich relativ viel. Ich bin ja jetzt wieder, ich habe auch quasi Gateways verloren. Quasi Minerals bin ich jetzt wieder full saturiert. Quasi. Ich weiß noch nicht so ganz, wo dieses Spiel hingeht, aber... Ja, es ist auf jeden Fall nicht so gut. Wie sind wir da bei mir? Meine Gates sind halt alle noch nicht durch, ne? Wenn meine Gates endlich durch sind! Gates! Vor Guardian Shield! Also gleich sind meine Gates durch, dann kann ich auch was machen. Detection hat keine mehr. Habe ich ihn weggesnackt? Er hat auch die Keys, der Rock. Ich habe sogar das hier. Hast du das gesehen? Du hast die Tiefling? Ja. Du bist so eine geile Schnitte. Du bist Nergungs damals in der Schule schon. Geile Schnitte. Ja, ich bin ein bisschen scheiße, gebe ich zu. Das Problem ist, dass er sehr gute Eco hat. Der Protoss nicht unbedingt. Der Zerg hat eine gute Eco. Ich habe so eine mittelmäßige Eco. Sie ist jetzt auch nicht so schlecht, aber... Ich habe 2 Base Full. Ja, ich habe fast 3 Base Full, aber... Trotzdem... At what cost? Ich habe nämlich keine Armee quasi. Meine Mainbase ist jetzt leer, habe ich schon gerade gehört. Naja, geht. Sie sind wieder... Ah, nee, ist nur ein Overlord. Das ist ein Observer, mach den weg! Können wir nicht gebrauchen.
müsste eigentlich gleich mal eine Erfahrung bringen, was die so machen. Ja, meine Ekro ist aber nicht so schlecht. Also jetzt bin ich ganz zufrieden, aber wahrscheinlich kommen jetzt 80 Mutas jede Sekunde um die Ecke, dann bin ich tot. So viel kann ich dir sagen. Ich auch. Aber ich kann mir es aktuell nicht leisten, was gegen Mutas zu machen, von denen ich nicht weiß, ob sie kommen oder nicht. Ob sie kommen, ja, ja. Das ist ein zu großes Commitment. Dieses Risiko muss ich leider jetzt eingehen. Geh mal das Risiko ein und mach Single Forward. Hier ist schon wieder ein Observer. So, kriegst du mit deinem linken Sofort, genau. Du kannst aber einen Observer mal nach vorne schicken, wir müssen zu dir. Und in meiner Mainbase sind die Tees. In meiner Mainbase sind die Tees. Okay. Scheiße, sind das viele. Geh zu dir, mach, wehr du bei dir ab. Komm, werd fertig. Scheiß Vieh. Kannst du bei dir abwehren? Er zieht sich gerade zurück. Meine Natural wird leider fallen. Aber hier ist ein Warpenpylon. Hast du da? Ja, meine Natural ist halt gefallen. Ne? Ich bin jetzt halt hart supply blocked. Nicht genügend Energie. Hier ist ein Warp Impile und ist tot. Ich habe quasi abgewehrt. Könnte man sagen. Ja, wenn hier in der Mainbase 29 Workers sind und nur 8 drauf lassen, dann können wir glaube ich mal ein paar woanders hin tun. Nagrex, was sagst du als Experte dazu? Ich kann gerade nicht. Bin ein bisschen unter Stress. Ich auch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wenn du Minerals hast, gib sie mir gerne, ne? Ich habe nämlich. Gas habe ich! Minerals nicht! Gas brauche ich überhaupt nicht. Ich brauche Minerals. Sorry, kann ich nicht mit ihnen. Eine Basis wird angegriffen? Ja, da war mein Warp-In-Pile. Okay. Hat jetzt seit 8 Minuten auch mal irgendwann dann gefunden. Gib dir jetzt mal alle Minerals, die ich noch habe. Bitteschön. Danke. So, meine Natural läuft auch wieder. Ich habe jetzt ein paar Arkans, weil ich ziemlich viel Gas habe. Ja, du kannst ja aus den DTs auch Arkans machen. Ein paar DTs will ich ja haben. Ja, aber er hat sicherlich im Anfang des Fights hat er Detection. Dann kannst du besser immer nachwarpen mit DTs. Wenn er Anfang des Fights keine Detection hat, das wäre ja bescheuert. Oder wir snipen einfach direkt eine Detektion. Das können wir. Wir sind ja Snipe Main. Wir sind so gut im Snipen. Ja, es sieht nicht gut aus. Nee, es ist irgendwie ein unangenehmes Spiel, das kann man sagen. Also ich bin noch nicht tot, das ist so das, was man sagen kann. Ich bin auch noch nicht tot. Aber ich weiß auch noch nicht, ob ich besonders gut lebe. Ach, weil du mein Atem bist, geht das. Wie viel Supply hast du denn? 100, Moment, 157. Da hab ich sogar mehr. Was sagen deine Upgrades? 1-0 vor deiner Base in Overlord. 1-0 gleich durch. Upgrade, also nicht so gut. Das würde ich auch sagen. Aber ich habe 71 Worker. Immerhin. Hast du mir was voraus? Ich habe jetzt auch ein paar Worker gebe ich mir noch. Ein paar gebe ich mir noch. Lass mal versuchen jetzt zu maxen und dann anzugreifen. Alles klar. Ich fordere gleich, ja, da alles klar, Herr Kommissar. Ich habe gleich 2-2, dann ist vielleicht ein guter Angriffszeitpunkt. Ich hab halt keine Storms, ne? Ich hab jetzt nur Arcs. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass beim Terran, beim Zerg jetzt Lurker stehen. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Dass damit zu rechnen ist.
Komm mal zu. Alternativ Broodlords. Das wäre noch schlechter. Erleuchtet mich. Ich vernahm euren Ruf. Lass mir das mal hier. So, 2-1 ist durch. 2-2 folgt gleich. Wie viel Supply hast du? 182. Hast du Chancen, das noch schnell hochzubringen? Ein Warp in noch, dann so, ist... Noch was? Nee. Okay. Nein. Warte, Moment. Ich bin gemaxt. Gut. Ich nehme mal gerade ein bisschen Glück raus. Bleib eben hin. Brutlords. Lass uns auf die andere Seite. Links rüber, links rüber, links rüber. Erklärt euch. Wir müssen quasi Base Trade spielen. Nicht so viel. Ja, Base Trade. Wir stellen uns. Komm da. Das ist eigentlich die Scheiß-Position. Eigentlich dürfen wir da nicht fighten, sagen. Weil da sind ja die Brutlords wieder mit dabei. Ah, okay. Ja, lass drauf, lass drauf. Ich glaube, wir haben genug. Ich muss nur ein bisschen gucken. Jetzt Focus Fire auf die Brutlords. Das sieht nicht so schlecht aus, glaube ich. Position, ja. Ich blink? Nein, natürlich nicht. Ich hab Blink, doch! Ja, ich nicht. Ich hab halt 2 Stalker gefunden. Lass mal zu dem, der Brutlords bauen kann. Ich hab, hier sind die Tees! Ich brauch Detection, wo ist mein, meine Dinger schon gestorben. Ja, lass mich rein, ich werde hier zerlegt! Ja, ich fokus gerade Brutlords. Versucht mit Storms zu regeln. Storms haben viele DTs getötet. Aber ein paar leben noch. Ich hoffe, du baust Overseer nach, ne? Detection nach. Ja, brauche ich. Meine ist gerade gespawnt, aber brauch halt noch ein bisschen. Ein Overseer fliegt nach vorne. Lass mal zum Dingens zurückgehen. Ich mach den Greater Spire weg! Ja, mach das. Den mach ich noch weg, da riskiere ich meine Dinger für, meine Stalker. Lass mich ja, da raus. Greater Spire ist tot. Ja, hättest du da ein bisschen Hold Position gedrückt, wäre das ganz okay. Gleich müssten sie da sein, sie fliegen. Sie brauchen nur 8 Jahre. Lass mal die Gold hier abbauen. In der Zwischenzeit. So, darf ich gehen. Euer Denken gleicht dem. Wo bleibt der Overseer? Da ist er! Meiner ist, ich hab einen. Also meiner ist da! Das ist okay, meiner auch. Schön. Er hat aber Arkans gebaut, ja, genau. Jetzt aus dem DTs. Arkans. Was ist das? Wahrscheinlich defensiv. Bei dir sind Linge. Ne, Corruptor sind hier. Und da sind. Die Linge sterben gegen die Cannons. Ist egal. Dann lass ihn doch die Goldbase töten. Bei dir sind die Corruptor. Er macht nix. Okay. Gott sei Dank habe ich 2,5 Reihen Gateways. Da kann ich schnell viel machen. Nein, die sind zu schnell vorgeflogen. Das war so nicht gedacht. Ich habe noch Detection, keine Sorge. Nee, die haben nur meine ersten Dingens abgefangen. Meine ersten, nicht Carrier, sondern... Wie heißen die anderen Viecher? Fliegedinger. Ja. Void Rays. Nee, die anderen. Bei dir ist Action. Ja, wenn du gleich noch Geld übrig hast, würde ich das nehmen. Weil meine ganze Production jetzt weg ist. Aber die Tees sollten hier die Ground klären. Geht gerade die Tees rüber zu dir? Ja, die. Nein, meine DTs meiner schon. Also die Linke sind. Brutlords, nochmal bei dir. Brutlords! Ja, ich weiß. Ich werde mich gleich einfach recallen. Lass mal aber eben den Protoss wenigstens töten, solange. Ich mach das Ding hier noch weg. Ich bin das Herz der. Da ist eine Stimme hinüber. Der Chrono boostet auch. Er kann nicht mehr so viel haben. Lass mal auch zu dem hier. Ich bin leider Stalker gemaxt. Man hat keine Streitkräfte mehr, habe ich auch sehr selten gelesen. Ich füge mich.
Einigkeit. Es ist vorherbestimmt. Er hat gerade keinen Leertag. Das heißt, er kann keine Production Detection bauen. Aber ja, es steht irgendwo steht hier ein Spore, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir können nicht standhalten. Ich muss erst was verlieren, bevor ich nachholen kann. GG. Was, du hast jetzt das Spiel fortgesetzt? Ja, natürlich. So? Das ist ein Missklick gewesen, er wollte rausgehen. Und früher war es so, dass man damit verhindern konnte, dass der Gegner Punkte bekommt. Deshalb bin ich da immer noch ein bisschen paranoid und resume immer, bevor der Scorescreen da ist. Früher war das ein Bug. Oh, Diamant 2! Master Incoming! Ja, mit Sicherheit. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr diese Folge klicken und jetzt das Print. Neues Jahr, ich kann nicht mehr reden.